Hallo ihr lieben Wassermänner, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich bei Kings and Queens Tarot zu eurem allgemeinen Reading für den Monat August. Ich heiße alle Abonnenten ganz herzlich willkommen zurück. Ich bedanke mich ganz doll bei euch für euer Abonnement. Ich finde eure Kommentare toll und natürlich auch eure Likes. Ja. Ich begrüße auch alle, die neu sind bei Kings and Queens Tarot. Für euch nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich mache die Grundlegung hier jetzt erstmal und dann schaue ich mit Klärungskarten drüber und gehe so ein bisschen ins Detail. Und es ist aber so, dass nicht immer für alle, die zuschauen, die Energien angezeigt sind. Ja? Manchmal sind bestimmte Aspekte, wo du das Gefühl hast, okay, das schwingt mit mir, das passt auf meine Lebenssituation. Bei anderen Dingen ist es eben, bei manchen Legungen passt es gar nicht. Dann schau dir doch gerne eines der anderen Videos an zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder zu deiner Venus und dann sind vielleicht dort Botschaften dabei für dich. Ja? Ich kann auch im Vorfeld nicht immer genau abschätzen, ob es sich hier mehr um berufliche Themen handelt. Ja? Manchmal überschneiden sich Themen auch, dann geht es eben mehr um Beruf oder eben um Privates, Familiäres. Das kann ich im Vorfeld nicht genau abschätzen. Und auch noch, wenn Königinnen oder Könige auftauchen in der Legung, sind in allgemeinen Legungen geschlechterunabhängig, können also sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Ja, und ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt zur Vorbereitung. Leider zieht sich hier gerade der Himmel ein bisschen zu. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu dunkel. Aber schauen wir mal, dass wir hier ganz gut durchkommen. Ja. So, dann noch eine Karte für euch. Ja, ich habe schon einige Readings gemacht, Sternzeichen-Readings und beziehungsweise die Vorschau für den Monat für einige Sternzeichen. Und ich stelle fest, ja, dieser August wird sehr, sehr intensiv für viele. Wir hatten auch diese Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis im Juli, die wirklich einige Tore schon geöffnet haben. Die sind jetzt auch erstmal offen und die werden Auswirkungen haben noch in die weitere Zukunft auch. Ja. Und jetzt im August ist da mit Sicherheit auch schon einiges zu spüren. Ja. Ich fange hier mal an mit der Karte 2 der Kälte. Also ich habe das Gefühl, dass es für ganz viele in diesem Monat um Partnerschaften geht, hauptsächlich im romantischen Feld. Ja. Durchaus Freundschaften auch, aber beruflich sehe ich hier weniger. Und wir legen hier auch dann mal gleich Klärungskarten drauf. Ja, mir scheint, dass hier für einige zunächst mal eine Trennung ansteht, ja, von einer Verbindung. Wie gesagt, für manche ist es auch eine freundschaftliche Verbindung, für ganz viele aber hier romantische Verbindungen. Für viele ist es so, dass ihr merkt, dass ihr in einer bestimmten Beziehung nicht mehr glücklich seid, ja. Das mit dem Gericht ist ja angesagt oder angezeigt, dass ihr wirklich innerlich spürt, dass was nicht stimmt, dass ihr nicht erfüllt seid in der Beziehung, dass ihr nicht das zurückbekommt, was ihr euch erwartet. Und das macht ihr euch aber trotzdem auch nicht einfach. Ja, hier ist Herzschmerz angezeigt, hier ist auch ein bisschen Zukunftsangst angezeigt, die Frage, wie es weitergehen soll mit der betreffenden Partnerperson oder eben auch mit eurer Zukunft. Ja. Trotzdem scheint ihr euch hier auf den Weg zu machen. Wir haben die 8 der Kelche hier als nächste Karte, die anzeigt, dass man eben trotzdem seinen Mut zusammennimmt und sich hier auf die Suche macht oder ja, sich weiter bewegt. Ja. Hier schon ein bisschen schmerzvoll auch durchaus was zurücklässt, aber die Sehnsucht, das zu finden, was einem hier gefehlt hat, die ist auf jeden Fall hier, scheint mir größer.
Ja, für einige war hier eine Dreiecksbeziehung ein Grund dafür, diese Verbindung hier aufzugeben. Ja? Entweder von eurer Seite eine Dreiecksbeziehung oder eben von eurem Partner aus eine Dreiecksbeziehung. Aber hier mit den drei der Münzen ist angezeigt, dass hier mehr als zwei Menschen in der Beziehung eine Rolle gespielt haben. Dann in der Kombination mit der Sieben der Schwerter, das ist oft ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass hier ja nicht mit offenen Karten gespielt worden ist, ja, dass hier Unehrlichkeiten eine Rolle gespielt haben. Wie gesagt, für manche ist es so, dass ihr jemanden Neuen kennengelernt habt, ja, und deswegen aber eben auch sagt, okay, in meiner bestehenden Beziehung möchte ich nicht bleiben, oder eben euer Partner hat hier noch Geheimnisse für euch, die möglicherweise ans Licht gekommen sind, hier auch mit der Mondkarte, ja. Und ja, ihr macht euch jetzt hier mit ein bisschen Liebeskummer auf den Weg. Nächste Karte ist hier der Herrscher, Widderkarte. Das kann durchaus darauf hinweisen, dass einige von euch wirklich in einer sehr, sehr festen Verbindung waren, möglicherweise in einer Ehe eben auch, ja. Ja, hier kommen aber diese festen Strukturen zum Einsturz, ja. Mit diesem Rad des Schicksals und der Kraft, diese Verbindung, diese feste Struktur, die Form auch der Verbindung, die lasst ihr jetzt hinter euch. Ja. Euer Schicksalsrad dreht sich jetzt weiter. Das braucht Kraft für euch. Ihr habt aber auch Kraft, ja. Für manche ist hier ein Feuerzeichen von Bedeutung. Wir haben hier einmal Löwe und einmal Widder. Ja, aber diese Kraftkarte, die zeigt euch auch an, dass ihr wachsen könnt an diesen Erfahrungen, ja, dass ihr stärker werdet. Und diese Herrscherkarte, die hat das auch so ein bisschen, ja, dieser Herrscher ist Herrscher seines eigenen Reiches, ja, der sich auch nicht mehr so leicht unterkriegen lässt, ja. Der ist gewachsen und stark geworden durch Erfahrungen, die er in allen möglichen Bereichen gemacht hat. Und das waren eben nicht nur immer schöne Erfahrungen. Ja, das sind manchmal eben auch schmerzhafte Erfahrungen, die notwendig sind, um bestimmte Dinge in einem zu klären. Ja? Und eben auch einen gewissen Seelenwachstum mit sich zu bringen. Ihr leidet trotzdem, ja, hier drei der Schwerter, das ist Liebeskummer auf jeden Fall, also das ist für viele nicht einfach trotzdem. Wir haben hier den Hierophant drauf. Wir haben die drei der Stäbe, zehn der Münzen, zehn der Kelche, Entschuldigung, und den Gehängten. Hier einmal Fisch, einmal Stierkarte. Ja. Ihr habt Liebeskummer, aber ihr werdet den Glauben an die Liebe nicht verlieren. Ja, auch wenn die Erfahrungen, die ihr jetzt macht, hier schmerzhaft sind und nicht so schön sind, bleibt ihr hier in eurem Glauben an die Liebe stark. Ja? Hier kommen durchaus, also zum einen habt ihr mit Sicherheit Unterstützung in eurem Freundesfeld, in eurem Umfeld, familiär auch. Ja?
Hier kommen aber auch einige Ereignisse auf euch zu, die durchaus Überraschungen mit sich bringen und euch am Ende hier glücklich machen. Und dann könnt ihr diesen ganzen Prozess, der hier vorne angezeigt ist, ja, verstehen und unter einem anderen Licht sehen und dann auch verstehen, möglicherweise, dass die Ereignisse genau so, wie sie passiert sind, vorteilhaft sind für euch. Auch wenn es das jetzt sehr, sehr schräg anhört und für einige, die denken sich wahrscheinlich auch, oh Gott, was erzählt sie uns? Aber ich denke, dass, ja, das braucht Zeit, aber ihr werdet diese Erkenntnis haben, auch gerade im Hinblick, wie der Rest der Legung noch aussieht, ja. Zum einen ist hier jetzt einfach wirklich ein Kreislauf zu Ende, ein Lebensabschnitt zu Ende und ein neuer Lebensabschnitt fängt an. Auch ihr habt diese Portalkarte hier, die Welt, ja. 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 Diese Portalkarte, ja, die Weltkarte hier. Ja, die zeigt große Veränderungen an. Und zwar in der Form, dass ihr gewissen Dingen endlich in die Augen schaut, ja. Für viele ist es mit Sicherheit so, dass hier dieser Betrug, der hier vorne angezeigt ist, in welcher Form auch immer der für euch stattgefunden hat, den habt ihr schon länger eigentlich geahnt zumindest. Ihr wolltet aber möglicherweise nicht genau hingucken, aber ihr schaut jetzt hin. Hier kommen jetzt Dinge an die Oberfläche, die es für euch unmöglich machen, das nicht mehr zu sehen. Ja? Und hier kommt der Turmmoment, ja? der Moment der Wahrheit, wo viele Dinge... an die ihr euch gewöhnt habt, ja, zum Einsturz kommen, ja, auch wenn ihr euch bestimmte Illusionen gemacht habt durchaus, ja, auch die kommen hier zum Einsturz. Es kommt hier zur Gerechtigkeit, ja, für manche ist tatsächlich eine Scheidung angezeigt, ja, also hier geht wirklich eine Ehe zu Ende. Für andere ist aber auch angezeigt, dass hier bestimmte Dinge jetzt in die karmische Balance kommen. Das bedeutet, dass Menschen aus eurem Leben verschwinden, die nicht mehr eurem höchsten Wohl dienen und aber durchaus eben auch Menschen in euer Leben jetzt kommen können, ja, die genau diese Qualität mitbringt, ja, die förderlich für euch sind. Hier eine Löwekarte, nochmal zum zweiten Mal die Sonne, ja. Das ist das, was jetzt in euer Leben kommen möchte, ja, und dafür braucht ihr Platz sozusagen, ja, und dieser Turmmoment ist dieses Gewitter, ist dieses Klärungsgewitter, um hier wieder Sonne in euer Leben bringen zu können, ja, für einige hier auch Waage, hier haben wir auch nochmal Stier angezeigt, ja. Auch, ja, hier, das kann jetzt schon relativ schnell gehen. Die Sonne verweist natürlich auf den August auch. Und hier haben wir mit der 8 der Stäbe auch eine Karte, die auf relativ schnelle Entwicklung jetzt hinweisen kann. Ja? Für manche kommen hier Botschaften, für manche sind Ortswechsel oder auch Reisen angezeigt. Ja? Ortswechsel in dem Sinne, dass Umzüge anstehen oder ein Umzug ansteht. Für andere sind es wirklich auch Reisen oder eben Botschaften verschiedenster Form, Telefonanrufe, E-Mails und so weiter. Die Herrscherin haben wir hier zum zweiten Mal, die taucht später auch nochmal auf. Für manche kommt hier die absolute Liebe jetzt rein, und zwar überraschend. Ja? Für andere ist es Stabilität, ne? Gerade wenn es um Umzüge geht, einen neuen Wohnort zu finden,
Hier kommt Stabilität in euer Leben. Ja? Aber für andere ist es auch so, dass ihr aus dem absoluten Nichts, ja, dem Mann oder der Frau eurer Träume hier begegnet, ja, der Liebe auf jeden Fall. Ja, und das ist hier auch angezeigt mit dem Ast der Münzen, ja, hier gekommen, Dinge ins Rollen für euch, ja, Chancen ergeben sich. Tja, schauen wir mal dahinter. Eure Karte, der Stern, Hoffnung, Wunscherfüllung, ja, Träume, die in Erfüllung gehen. Also hier scheint mir ziemlich die ganze Entwicklung ziemlich schnell vonstatten zu gehen. Ja? Nicht unbedingt für alle im August, aber für viele kommt hier im August, überschlagen sich die Ereignisse. Das wird euch auch dazu anregen, euch erstmal hier ein bisschen möglicherweise zurückzuziehen. Ja? Ein bisschen erstmal in die Pause zu gehen, weil das mit Sicherheit hier euch ja, von den Füßen haut so ein bisschen. Ja. Gleiche Energie hier, die Hohepriesterin wie die vier der Schwerter. Erstmal nach innen gehen, in die Innenschau, ja, in die Intuition und hier einiges erstmal verarbeiten. Das wird hier ganz schön anstrengend für euch, aber nicht nur im negativen Sinne, durchaus auch im positiven Sinne. Aber ihr braucht unbedingt zwischendrin einen Moment, wo ihr euch sammeln könnt, ja, und wieder zu euch finden könnt, in eure Mitte finden könnt, ja. Dann haben wir hier die Herrscherin, ja, die wir hier oben ja auch schon mal hatten. Durchaus diese Energie, das ist ja die Schwesterenergie vom Herrscher, ja. Struktur auch durchaus, Stabilität, die hier jetzt wieder in euer Leben reinkommt. Auf einer materiellen Ebene eben auch, ja. Stabilität in der Form, dass ihr dann diese Fragen, die hier oben sind, in Bezug auf Zukunft. Ja? Wenn es darum geht, dass ihr euren Wohnort wechseln müsst, ja? Auszieht, umzieht und so weiter. Diese Art von Stabilität wird hier eben auch angezeigt, neben der Liebe. Das ist eben auch die Venuskarte. Ja, also ihr macht euch hier auch geistig in dieser Pause bereit für die Liebe wieder. Ja? Hier findet wirklich auf der Verstandesebene diese Verletzung, diese Vergangenheit einen Abschluss. Ja? Und ihr macht euch hier offen für das Liebesangebot, das das Universum euch hier bringen will. Ja. Ein bisschen ist hier so eine Kontrollsehnsucht auch danach, die Dinge kontrollieren zu wollen. Für manche ist hier auch ein bisschen Angst, ein Risiko einzugehen. Ich lese diese Karte manchmal auch so ein bisschen als Warnung, nicht zu verkrampft zu sein, ja, sondern schon den Dingen ihren Lauf zu lassen, vor allem wenn die im Fluss sind. Und das scheint mir hier angezeigt zu sein. Wir haben auch nochmal die Gerechtigkeit, die hatten wir hier oben, glaube ich, schon mal. Ne? Waagekarte eben. Ja, es geht einfach ganz stark hier um karmische Verbindungen, die im Hintergrund laufen oder auch geregelt werden. Ja, hier werden bestimmte Zahnräder jetzt weitergestellt, für die es einfach Zeit ist, sich zu bewegen. Ja? Hier kommen Dinge eben in die Balance, wie gesagt, hier kommen neue Dinge auf euch zu und alte werden losgelassen. Auch für manche, wie gesagt, auch wirklich das Ende einer Ehe, eine Scheidung für andere, aber auch Hochzeit hier mit diesen neuen Entwicklungen. Ja?
Neuanfang auf jeden Fall. Ja, also der Nah eben, ne? Neubeginn hier, absolut. Auch bei euch sind so viele Karten hier, die Neubeginn anzeigen, ja. Wie bei, ich glaube, bei allen Zeichen war das angezeigt für den August. Also wirklich ganz tiefe Veränderungen, tiefgreifende Veränderungen. Für manche wollte ich hier noch sagen, für ganz wenige ist hier eine Schwangerschaft auch angezeigt mit der Sonne und der Herrscherin, die absolut überraschend kommt, nicht geplant, ja. Und hier, ja, einige Erschütterungen bringt dieser Umstand. Das ist aber für diejenigen, für die das gilt, ich weiß, das sind nur ganz wenige, ich möchte das aber die Botschaft trotzdem an die weitergeben. Das ist eine Wunscherfüllung von euch und das ist auch eine Chance, auf die ihr möglicherweise lange gewartet habt, selbst wenn die Partnerschaft dazu keinen Bestand hat, ja, oder der Partner auch neu ist. Das ist ein tiefer Wunsch für euch. Hier geht ihr auch wirklich in euch und überlegt euch ganz genau, wie ihr damit umgehen wollt, ja. Die Entscheidung, ich möchte für keinen irgendwas sagen, aber ich sage euch, hier ist der Liebeskelch euch gereicht vom Universum, ja, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, verzeiht mir, dass das hier plötzlich so dunkel geworden ist, als ich euer Reading angefangen wollte, war hier noch Sonnenschein, ja. Ich wünsche euch aber trotzdem einen ganz, ganz tollen Monat, ja, auch wenn er anstrengend ist. Hier sind, werden wirklich neue, die Weichen neu gestellt für euch. Bleibt in eurer Mitte, vertraut auf die Liebe, ja, vertraut auf euch selber. Ich wünsche euch alles Gute. Ich sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss, bis bald.